Der Bellini als Doppelachser. Er wirkt sehr, sehr kurz. Und Sabrina Fehlinger, die kommt gleich mal zu uns und wird uns ein bisschen was erzählen über diesen Bellini, der da ist. Es ist Sonne. Es ist heute 17. Dezember und wir machen ein Special französische Modelle heute auf Doppelachser. Die Sabrina kommt. Hallo Sabrina. Hallo Sven. Jetzt ist die Sonne endlich draußen. Ja, wir haben uns mal etwas nach oben geschafft auf unserem hier großen Gelände und tatsächlich mal Sonne erwischt. Ja, wir sind in Idar-Oberstein an der Nahe. So ist es sehr, sehr verkehrsgünstig gelegen, unweit von Frankfurt. Von Frankfurt ist es eine Stunde? Frankfurt haben wir gut anderthalb. Anderthalb Stunden, so ist es. Also ja, wir stehen hier vor einem Tower. Ich habe es eben schon anmoderiert. Wir können ja mal kurz auf die andere Seite gehen. Es fällt schon auf, dunkle Scheiben, 2,50 Meter Aufbaubreite. Wir haben teilweise sogar sehr, sehr tiefe Scheiben, die hier mit dabei sind. Wir haben Besonderheiten wie mehrere Stromanschlüsse, die hier mit dabei sind. Das kennt man so als Standard-Tabak-Kunde nicht, oder? Ja, yeah, da bist du immer ganz fix hinten drin. Guck, neue Dosen. Es gibt neue Abdeckungen. Ja, yeah, guck mal da. So. Das ist übrigens sehr speziell, sieht jetzt ganz anders aus, ist aber ein ganz normaler Anschluss, oder? Das heißt, da passt der blaue Stecker rein. Genau. So, soll er ja auch, sonst kriegen wir keinen Strom da drauf. So, jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen zurück. Der hat eine Reling mit drauf, ist ein Tandem-Achser, aber ist schon kurz, oder? Findest du ihn kurz? Ja, ich finde ihn kurz. Also ich schätze mal, der hat so eine Aufbaulänge 6 Meter. Was hat der? Sollen wir mal genau gucken? Ja, guck mal nach. So, und der hat nämlich Schlauchbuch. Ich gehe mal weit weg. Da darf keiner reingucken normal. Das ist nämlich einer von unseren kleinen, wie ich dir schon erwähnt habe, ab dem 570, dass da die Tandemachse anfängt. Und da ja jeder von uns gerne möchte, wissen möchte, wie groß und was so alles an Details sind, habe ich immer gerne mein schlaues Buch dabei, dass wir zwei auch keinen Fehler machen. Und zwar ist der Bellini 570, 7,94 Meter bis zur Anhängerkupplung und hat eine Nutzlänge von 5,90 Meter, obwohl er 570 heißt. Also 5,90 Meter Nutzlänge, aber oft hast du ja hier auch 7 Meter Fahrzeuge auf Tandemachse. Das heißt, der fährt sich wahrscheinlich hervorragend. Also kurze Länge, Tandemachse, Alco-Chassis, das ist leicht zu fahren? Ich bin sowieso Tandemachse. Ich bin immer Tandemachse. Egal wie. Ich fahre auch immer Tandem, ja. Der einzige Nachteil, ich sag mal, beim Tandemachser ist, dass, ich sag mal, die Manövrierfähigkeit ist natürlich bei einem Single-Achser besser. Also wenn du mit Leuten bist, hast du ihn schwer beladen, du musst etwas mehr drücken, weil das zweite Rad ja ein bisschen. Du meinst jetzt, wenn du alleine schieben musst, ja. Aber entlaste die Achse vorne dementsprechend, eine Achse mit dem Stützrad gut hochgedreht und dann steht er ja nur noch auf einer Achse. Fast, ja. Fast. So ist es da. Also hier vorne hast du diese großen Selini Scheiben. Selini würde ich jetzt auch nicht dann alleine schieben. Nee. Echt nicht? Nee, Selini würde ich auch nicht alleine schieben. So, und das ist jetzt ein Bellini, der da ist. Ist das hier ein Zweitonner? Was hat er? Der hat, müsste man jetzt gucken, wie er ausgestattet ist, aber um die 2 Tonne auf jeden Fall. 2 Tonnen. Gibt es auch als 2,5 Tonner? Ja. So, Bellini bedeutet, also ich muss von vornherein ja wählen. Ich sag mal, ablasten geht oft. Papiermäßig, aber auflasten geht nicht. Auflasten geht nicht, nee. Ist auch wirklich teuer. Also wenn dann einer sagt, so, ich bestelle mir 2 Tonnen, denn die Nutzlast, die Zuladung bei 2 Tonnen ist wahrscheinlich sehr gering, oder? Ja, ich kann viel reinladen und kann wenig reinladen, sage ich jetzt einfach mal. Oder auf was möchtest du raus? Ich bin schnell überladen. Das heißt, wenn ich ihn auf 2 Tonnen hole, also besser wäre dann, wenn ich es denn kann. Dass du nicht hier unten, dass dann kommst du nicht so in die Kontrolle rein, ja? Genau, nee, aber selbst wenn die kontrollieren, ich sag mal, wenn ich jetzt einen 2,5 Tonner habe und ich sag mal, dann kann ich halt mehr zuladen. Der ist vom Grundgewicht dann vielleicht ein bisschen schwerer, aber ich brauche auch ein Auto, was auch 2,5 Tonnen kann, oder? Ja, das ist korrekt. Und du musst ja auch noch mal aufpassen, ob du es überhaupt fahren darfst. Auch mit dem Führerschein. Also ich darf das ja. Ja, du. Ich darf ja. Aber ja so cool. Stimmt, es gibt ja, ich sag mal, wenn ich jetzt den B-Führerschein mache, das wäre dann der BE, da gibt es ja auch so Beschränkungen. Ich glaube, der darf dann auch nicht mehr wie 3,5 Tonnen haben, oder? Der BE, da darfst du ja schon mehr damit fahren. Nur mit deinem B-Führerschein oder dem B96. Ja. Das ist ein Unterschied. Und der BE, da bist du schon über die 3,5 Tonne dicke draußen. Da kommt Ach so, das Gesamt?
Das Gesamtzuggewicht darf denn nicht über 3,5 Tonnen sein? Oder? Es gibt Ausnahmen für Campingfahrzeuge tatsächlich, dass ich mit dem B-Führerschein ein Gespann von 3,5 Tonnen fahren darf. Das setzt voraus, dass das Zugfahrzeug schwerer ist wie der Wohnanhänger. Und zusammen dürfen die zwei nicht die 3,5 Tonnen überschreiten. Dann darf ich den mit einem ganz normalen B-Führerschein fahren. Okay, das heißt also zum Beispiel 1,5 Tonnen plus 2 Tonnen würde dann gehen. Genau, da bin ich aber, ja noch die Zuladung. Da bin ich aber oft an der Grenze schon. Ne? Das heißt, oft 2 Tonnen ist schon eine Sache. Nur wir müssen dann gucken, welches Fahrzeug dafür... Aber der auf keinen Fall, oder? Die auf keinen Fall. So, die meisten, die das ziehen, haben ja große Transportfahrzeuge. Also sag mal, ein VW-Bus, die haben Sprinter, die haben Fiat Ducato ganz oft. Ist auch im Einsatz, oder? Ja, die haben viel, auch die französische, ihr Peugeot und so weiter und so fort. Citroën. Also mit natürlich ordentlich Anhängelast und allem drum und dran. Französische Version meistens drinnen. Es gibt ein tolles neues Detail, was du mir gezeigt hast, was gar nicht so sichtlich ist. Ihr habt jetzt unten einen Trichter. Ja. Jetzt musst du nur aufpassen, der ist noch nicht runtergekurbelt. Ja, das machen aber wir jetzt haben jetzt noch. Ich zeig dir das jetzt gleich. Zeig mal, es gibt nämlich einen Trichter, da muss man sich nicht mehr auf die Knie begeben, sondern man nimmt einfach die Kurbel, steckt die Kurbel rein und muss gar nicht mehr zielen. Und da habe ich gesagt, ja, ist das neu? Wieso ist da noch keiner auf die Idee gekommen? Hat sie gemeint, nein, gibt es schon seit ungefähr gefühlten 100 Jahren, ist bloß in letzter Zeit nicht mehr so gebaut worden. Werden die Knochen warm? So, wir kurbeln mal. Ja, im Winter. So, was ist jetzt zu tun? Klär mich jetzt, mal auf. So, jetzt da rein. Das war's. Sitzt. Da ist ein Trichter. Nochmal bitte. Bitte noch einmal. Nochmal. Ja, einfach etwas langsamer. Oh. Wenn du es mal ganz rausziehst, ja, da vorne ist es. Slow Motion. So, einfach nur reinstecken. Das war's. Wie cool. Ich musste immer, weißt du, dann regnet es auch noch. Du kennst das ja. Ist es abends, wenn du ankommst? Beim Aufbauen und beim Abbauen, gell? Es ist abends, wenn du ankommst, du hast da gar keinen Bock drauf. Und dann kannst du den Bigfoot einfach runterfahren. Schneller, Sabrina. Ja, guck mal, dann musst du hier Hydraulikstütze nehmen. Das gibt's auch? Das ist deine Frau. Ist das ein Thema, Hydraulikstützen bei euch, bei der Kundschaft aus Frankreich? Also bei großen Fahrzeugen wirklich, die über eine Gesamtlänge von 7 Meter gehen, würde ich das auf jeden Fall immer irgendwo. Cellini. Ich glaube, da ist Serie Hydraulik, oder? Nee. Aufpreis. So, geh mal rein. So. Der hat das Bett im Heck, nehme ich an. Also, geteilte Tür, guck mal. Alles noch neu. Gibt's in Deutschland nicht mehr? Gibt's in Deutschland nicht mehr. Da gibt es auch nur die große Tür. Die schöne Bettsache noch auslegen oder den Hund hinten dran oder das Kind hinten dran lassen. Das ist so neu alles und wir sind so kalt mit den Fingern. Komm, lass sein. Ich glaub's ja. So, da vorne hast du jetzt Sitzgruppe. Ich lasse es mal ganz kurz wirken hier. Zum Glück scheint die Sonne ein bisschen, die uns gleich untergeht. Denn wir haben kurz vor 3. Ich freue mich sehr, so sehr, wenn der 21. Dezember rund ist. Ja, dann wird es nämlich wieder heller. Fast der dunkelste Tag. Und das ist hier Bellini. Das ist das aktuelle Muster. Viel Bronze hast du. Ja, komplett für 2022 mit neuem Design und schöner Deckenleuchte. Das haben wir leider nicht am Strom angeschlossen, aber wir haben ein Autarkpaket. Ja. Oh, geil, oder? Das ist klasse. Autarkpaket ist Serie bei Bellini? Nein, kannst du dazu bestellen in dem Moment. Also ruhig mal leuchten lassen kurz. Ja, noch ein bisschen anlassen, ein bisschen wirken lassen. Ne? Ja, dann ist auch hier drin ein bisschen wohnlicher. Das wird das mal zeigen. Immer, gell? Nee, nicht wirklich. Eine ultra große Küche. Das ist gut. Gut, wir sind hier schon auf einer ordentlichen Aufbaulänge. Das hast du bei den Deutschen nicht. Diese, oder? Mhm. Diesen krassen Raum, der... Viel geschuldet dem Bad oder sonst im Post, wenn das so... diese Fläche einnimmt. Krass. Warte, ich lass mal wirken. So, jetzt geh mal hin. Setz ich mal das Bett drauf. Genau. Ich kann dich kaum noch sehen. Mach mal das Licht an, bitte. Da ist die Sabrina da hinten. Ja, da ist echt viel Platz. Dann dieses große Fenster hier, wo du rausgucken kannst und von oben nach unten sehen kannst. Gut, ich kannte es ja nicht anders. Das hier ist aber, das ist fast der Grundriss, den ich hatte
in dem 655 DF. Auch Bett rechts. Das Bad war da. So, das Bad ist jetzt auf der linken Seite. Dadurch hast du hier eine durchgehende Schrankwand. Sag mal, guck mal hier die Wand alleine, wie schick die ist. Das ist eine durchgehende Wand, die aber jetzt mit dem Hochglanz natürlich extrem edel wirkt. Ja. Hebt das Ganze hoch. Die Klimaanlage ist Serie bei dem? Die Klimaanlage ist, wie gesagt, ab dem 570 Serie. Okay, und dann den Kühlschrank, der natürlich optimal platziert ist hier. Zum Schlafzimmer. Bekannt. Beide Seiten. Jetzt. Boah, ich glaube, ich zeige seit 3 Jahren diesen Kühlschrank, wie er immer wieder doppelseitig aufgeht. Bloß weil die Leute sowas zu Hause nicht haben, ja. Da ist irgendwie zu Hause, ist keiner auf die Idee gekommen. Aber darf ich dir ehrlich was sagen? Ich habe ja bei mir in dem großen Reisemobil auch einen doppelten. Hm. Ich habe den noch nie von der anderen Seite aufgemacht, noch nie. Immer von einer Richtung. Immer von einer Richtung. Mhm. Das ist zwar eine tolle Idee. Selbst wenn ich von der anderen Richtung komme, mache ich es von der anderen Richtung auf, weil irgendwie habe ich mich nie daran gewöhnt. So, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, keine Veränderung. Hm? Ja, so ist es. Machen wir zu. Tschüss, Sabrina. Ciao. So, das heißt, du kannst dich prima vereinzeln. So ein kleines bisschen mit einer festen Wand. Komm, wir bleiben mal ganz kurz hier vorne. Zeigen wir nochmal, das ist die Heizungsanlage, die komplett das ganze Fahrzeug beheizt mit Trumavent. Und Trumavent ist auch keine neue Erfindung, sondern das ist ein Lüftungssystem, das in Verbindung mit der Ultraheat, die hier auf der Seite ist, mit 2 Kilowatt Stromheizung, die also optional zum Gas funktioniert. Das nutzen viele gerade in den nördlicheren Ländern. Da sind alle Campingplätze mit Ultrastrom ausgestattet. Mit Ultrastrom, mit der nichts kostet. Ja, das ist aber so. Also ja, die haben oft auch, ich sag mal, Energie aus Wasserkraft und so. Und da ist das vielleicht nicht ganz so teuer wie bei uns. Ich bin so neidisch, weil diese Arbeitsplatte hier, die ist so krass breit und ist so schmal. Die geht nicht so weit raus. Wir suchen immer was für die Kaffeemaschine oder ja, irgendwas dann, wenn sie feststehen oder am Ort stehen, irgendwo abzustellen. Ja. Das ist krass, wie viel Raum du hast. Dadurch, dass die Arbeitsplatte nicht so tief ist, dadurch hast du diesen Raumgewinn. Und das Heckbad macht viel aus, finde ich. Das werden wir gleich mal sehen. Du Sabrina, das hier ist mein Grundriss, ganz ehrlich. Du hast erst ein Wohnmobil gekauft. Ja, gut, aber laufen irgendwas, was wir neu reinkriegen. Aber als Wohnwagen da oben, das ist übrigens das gleiche Fach, was früher auch da war. Das haben die irgendwie aus der CNC-Maschine gezaubert. Sven schlägt in alten Erinnerungen. Du, ich werde nicht jünger. Ich habe mich damals dran gewöhnt und heute finde ich es auch ganz gut. Aber die Küche damals war einfach tiefer. Und ich habe es nie benutzt. Da war immer irgendein Käse drauf, den ich nicht benutzt hatte. Also es war immer, wenn du viele Ablageflächen hast, dann hast du auch viel, wo du irgendwas einfach mal ablegst. Was ich immer ein bisschen schade fand, ist, dass es für die Schmutzwäsche keinen irgendwie Korb gab. Mhm. Weil das wäre hier womöglich. Was denkst du? Vielleicht da unten rein? Das war immer, weil, gut, ich bin einmal, ja auch... Einmal Müllfach, das wird ja meistens auch gesucht und einmal vielleicht irgendwas. Aber du musst ja gucken, dass sie irgendwo, sag ich jetzt mal, große Utensilien wie Töpfe und sowas ja auch unterbekommen. Aber du hast unheimlich Staumöglichkeit. Wow. Stell dich mal bitte davor, dass man mal sieht, wie groß das ist. Ja, das hat man oft im Reisemobil nicht, diese Größe von Schränken. In den großen hast du das, aber bei den kleinen hast du es gar nicht. Was gehst du meistens suchen? Wirklich Stauraum. Wenn du mal 14 Tage unterwegs bist und dann musst du doch immer irgendwo gucken, dass du deine Sachen dabei hast und mitnimmst. Wo geht es ungefähr los mit dem? Um die 40? Um die 40, ja. Ja. Okay. So, jetzt haben wir unser Heckbad. Und da, nicht wundern, da fehlt die Toilette, ist bei allen Franzosen so. Aber guckt mal nach, es gibt ein elektrisches Porta-Potty. Das hatte ich jahrelang im Einsatz, kann ich wärmstens empfehlen. Passt genau hier rein und ist wirklich wie eine ganz normale Toilette. Also kein Unterschied. Ja. Auch vom Volumen her, du hast richtig Volumen. Der einzige Nachteil ist, dass du das untere Fach einmal natürlich durch den Wohnwagen tragen musst. Aber als Nottoilette langt es auf jeden Fall. Dann das neue blaue Licht. Da wird einem direkt ein bisschen kälter.
Ja. Und jede Menge Schränke mit Push hätte ich fast gelagt, aber es ist einfach nur zum Reindrücken. Und Stauraum hier drin. Ja, aber guck mal, was willst du jetzt Platz verschwenden in einem Bereich? Hier oben ist nochmal eine Halterung, da kannst du dann irgendwelche Sachen noch transportieren für den Skiurlaub und so. Ja, und was abtropfen muss von unten die Duschwanne mit Nässe. So, hier, das Fach hier, das wäre für einen ultra großen Flachfernseher. Da könnte man locker einen 32 Zoll reinmachen, sogar noch einen Ticken größer. Mhm. Und die Anschlüsse direkt daneben schon USB und Fernsehvorbereitung ist mit drin. Autarkie-Paket, Heki. Mach mal hoch, bitte. Der Boiler. 40 Liter. Du, ich weiß das, weil er ist wirklich nicht viel anders wie der, den ich hatte. Das heißt, bloß in neu und in schön. Das ist so gemein von Tabat, dass sie das Design immer wieder ändern. Sodass am Anfang habe ich gedacht, weißt du, als der neue kam, mit den, die waren ja früher rund, die Leuchten, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Ja. So, und dann kamen ja die eckigen Leuchten raus und habe ich gedacht, die sind aber hässlich, ich mag die runden. Und nach ungefähr einem Jahr, zwei, hast du gesagt, ah, schon moderner mit den eckigen. So, und dann fing der andere an, alt zu werden. Weißt du? Das ist so ungefähr, ich wollte jetzt gerade sagen, du hättest vielleicht noch erwähnt, dass deiner noch so diese Gaslämpchen gehabt hat oder so. Der hatte keine Gaslämpchen, aber der hatte gerade noch. Aber die kennst du, die Gaslämpchen. Die kenne ich. Haben, ja. Wir haben ja noch mal geschmückt gehabt da auf der Messe. Da wurde ich ja echt gefragt, dann, ob das nostalgische Fahrzeug wäre und ob man den erwerben könnte, ob das die neue Auflage wirklich von Tabat wäre. Guck mal, wie schön mit den durchgehenden Schubläden, die jetzt auch nicht mehr so stark rauskommen. Die Oberklappen, meinst du? Ja. Gut, ist ja eine Stange Geld. Jetzt ist der neu. Den kann ich mir designen, machen, tun. Lebensdauer, sagst du, 30 Jahre ist nicht unüblich. Das heißt, wenn ich jetzt einen aus dem Anfang der 90er, die fahren heute noch, oder? Richtig, genau. Ja. Genau. Und dann kommen die auf uns zu, ob wir noch Teile haben. Ja, was war damals so im Trend Anfang der 90er, weißt du das noch? Oh, was war im Trend in den 90er? Der Comtesse. Da war nachher dann die Majestät, dann kam nachher dann die Comtesse, Baronesse, war es ja dann Majestäten, so. Meine Majestät, Sabrina, setz dich mal bitte in die Rundsitzgruppe, dass man mal sieht, wie verloren du darin bist. Ich guck, was wir schon mit reingeschleppt haben. Steinchen. So, das ist übrigens eine Rarität, mein Fahrzeug, was man zeigen kann. Im Moment habt ihr wirklich gefühlte 6-8 Fahrzeuge rein, 6-8 Fahrzeuge raus. Ihr fahrt jeden Tag zum Werk im Moment, denn im Moment wird wieder gut geliefert. Aber Lieferzeit, wenn ihr das seht, frisch konfiguriert, ein Jahr. Du sagst aber, wenn man nie bestellt, und ihr habt auf der Messe ja schön geschrieben, muss man sagen, dann kriegt man auch nie. Und der nächste Caravan-Salon ist ja nicht mehr so weit. Hättet ihr auf dem Caravan-Salon gekauft, könntet ihr auf dem nächsten Caravan-Salon schon mit eurem neuen Wohnwagen vielleicht davon rollen. Ja. Hast du nett ausgedrückt, ja, aber so ist es tatsächlich. Ja, man muss ja irgendwann mal entscheiden. Ja, so ist weil wenn man im Frühjahr raus möchte, kann man im Moment nicht davon ausgehen, dass man dann im Frühjahr rauskommt, sondern erst nochmal Frühjahr drauf, so ungefähr. Ja gut, jetzt ist ja hier Doppelachser, sind ja oft keine Ersttäter, muss man sagen. Also das ist ja nicht der typische Einsteigerwohnwagen hier, oder? Korrekt, ja. Ja. Das sind die Leute, die wissen, was es ist. Was auch schön ist, das hatte ich auch, dieses Riesenfenster. Also das ist zwar ein bisschen fummelig. Der Salon. Du kannst rundum gucken. Und der hier hat ja schwarze Scheiben, oder? Komplett. Der hat dunkle Scheiben. Ja, aber guck mal hier. Noch nicht ganz schwarze Scheiben hat er. Das geht noch dunkler. Noch eine Stufe, aber guck mal hier. Modellabhängig. Wir können es ganz normal rausgucken, das geht. Aber jetzt gehen wir mal von außen. Komm, wir gucken es mal von außen nochmal an. Da siehst du gar nichts. Ja, warte mal, ich komme mal zu dir. Nee, Sabrina ist weg. Und hier, warte mal, kurz mal schauen, ich gehe mal näher ran. Da ist die Sabrina, aber es ist fast nicht möglich, sie zu sehen. Und das hat natürlich den großen Vorteil, wer also Privatsphäre liebt und sagt, er möchte gern mal ganz, ganz gezielt eigentlich mal alleine sein, der hat hier den richtigen Wohnwagen, oder? Korrekt, genau. So, Mova kann ich nachrüsten? Du könntest noch einen Mova bei uns nachrüsten, da würden wir dir dann ein Angebot unterbreiten. Das Ganze machen. 17. Dezember. Ja, schon drin.
Autarkie-Paket ist drin. So, das sind die französischen Varianten, die nicht auf der Messe standen. Und du hast gesagt, komm mal vorbei, Sven, du musst sie alle mal filmen. Insbesondere das Wichtigste an den ganzen Wohnwagen, das ist ja vollkommen klar. Was ist das Wichtigste an dem Wohnwagen? Guck mal hier, das ist dieser Trichter. Bitte noch einmal machen, weil das hatte ich früher nicht. Und ich musste immer, weißt du, ich habe mir eine Matte geholt zum drunterlegen. So, jetzt das Ding einfach hochfahren. Nee, das wollen wir ja nochmal zeigen. Das wollen wir nochmal zeigen. Dann nochmal. Einfach rein. Du musst dich zielen. Und du siehst gar nicht das Loch, oder? Du machst einfach gut Glück, einfach rein und geht. Ey, wie billig manche Lösung und es funktioniert, ja? Ja. Krass. Wahrscheinlich gibt es das demnächst auch bei den Kollegen, wenn sie es noch nicht schon lange haben. Du hast aber gesagt, ich habe schon anmoderiert. Das gibt schon ewig, oder? Wir haben mit Herrn Schmidt auch schon mal gesprochen gehabt. Der sagte doch, weil es bei den Vormodellen früher das dann schon mal gegeben hat. Okay. War wahrscheinlich nicht aus Plastik, sondern dann aus Metall. Es wird dann auch nochmal die Schwere gezählt haben, ja. Ja, 17. Dezember. Also wenn ihr Lust habt, kommt nach Ida Oberstein an der Nahe. Macht aber bitte vorher einen Termin, gerade in den Wintermonaten. Denn es kann sein, dass die liebe Sabrina gar nicht da ist. Du bist Geschäftsführerin hier. Du machst auch den Verkauf teilweise? Ich mache auch den Verkauf mit und wir haben noch dementsprechend Verkäufer im Hause, die euch da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, die auch diese schwierige Sprache Französisch können. Ja, unsere Nabia. Genau. Und vorne habe ich gesehen, habt ihr noch einen sitzen, der macht Ersatzteile und so weiter. Spricht auch Französisch? Der spricht auch Französisch, jawohl. Sehr schön. Ja, da vorne ist er. Also wenn ihr das seht und übrigens noch einen Job sucht, ihr sucht männlich, weiblich, divers, noch Handwerker. Wir suchen immer gerne mal nochmal Handwerker, die sich umorientieren möchten. Da sind auch immer gern gesehen als Fremdfabrikate, nennen wir es ja dann manchmal, Automechaniker, also die eine Mechanikerausbildung haben, Energieelektroniker oder Elektroniker an sich. Wir haben auch einen Schreiner hier. Also ihr seht, überall sind ja die Sachen dementsprechend dem Wohnwagen, was so überall im täglichen Bedarf auch gebraucht wird. Es wird nicht langweilig, oder? Nee. Es ist niemals dasselbe bei euch. Niemals. Das heißt, niemals, oder? Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist anders. Also nicht 500 Reifen wechseln an 500 Autos, das braucht ihr nicht machen. Nein, brauchen wir nicht. Okay. Und wenn ich jetzt Interesse habe, wird das diskret behandelt, so eine Anfrage? Ja, sicher wird das diskret behandelt. Also man kann auch dich direkt anrufen. Ruft man den ich dann direkt an, ganz genau. Also wenn man sagt, spricht irgendwas für Ida Oberstein, was ist hier so schön? Kann man irgendwas machen? Die Edelsteine. Nee, aber jetzt mal abgesehen von Edelsteinen. Die Firma Schmidt? Ja, Schmidt. Weiß ich auch. Sonst ist das hier, machen ja Leute auch Urlaub, muss man sagen. Das ist ein Nahrungsmittel. Machen hier auch Leute Urlaub. Auch haben wir schöne Campingplätze. Ich finde es ja ein bisschen trist, aufgrund, dass die Vegetation natürlich nicht da ist. Denn hier natürlich Mitte Dezember, jetzt fängt ja am 21. glaube ich der Winter an, für 3 Monate nochmal, dann kommt der Frühling und dann haben wir es endlich hinter uns und dann fängt die neue Saison an. Trotzdem haben gestern 8 Leute 8 Wohnwagen abgeholt hier bei euch. Danke fürs Einschalten. Tschüss.